Leaker liegt das offizielle GTA 6 Release-Datum plus andere wichtige Informationen. Ja, Freunde, wir warten immer noch geduldig auf GTA 6. Und wir wissen alle ganz genau, dass das Jahr 2023 ein wichtiges Jahr ist. Also, dass dieses Jahr GTA 6 erscheint, ist natürlich komplett unrealistisch. Wenn das einer glauben würde, dann glaubt er auch an die Zahnfee. Nein, Freunde, aber dieses Jahr ist ein wichtiges Jahr für GTA 6. Denn es wird entweder ein festes Release-Datum erscheinen oder zumindest ein Logo, Teaser oder Trailer zu dem Game. Ja, Freunde, dieses Jahr ist einfach das 10. Jahr von dem letzten releaseden GTA-Teil. Und der Druck der Fans steigt natürlich. Und so hat sich jetzt ein sehr bekannter Insider oder auch Leaker genannt zu Wort gemeldet. Und dieser ist kein geringerer als Tom Henderson. Sollte jedem von euch natürlich ein Name sein, denn das ist mit Abstand einer der krassesten Leaker überhaupt. Was seine Vorhersagenbilanz angeht, das kann man kaum toppen. Er hat auf jeden Fall sehr wichtige Informationen, die ich unbedingt mit euch teilen möchte. Tom Henderson ist sich auf jeden Fall sicher, dass der Trailer zu GTA 6 im Oktober oder spätestens November dieses Jahres erscheinen wird. Würde auch vom Zeitraum sehr gut passen zum Investoren-Meeting von Take-Two. Dann ergänzt er noch hinzu, dass das Spiel zwar von Rockstar Games auf 2024 released wird, doch das Ganze wird dann mit Absicht auf 2025 verschoben. Und zwar aus einem einfachen Grund, Freunde. Ihr müsst vorstellen, die Fans sind gerade emotional geladen, denn wie gesagt, wir warten schon 10 Jahre auf den Nachfolger und so kann Rockstar Games das quasi etwas umgehen. So werden die das Spiel erstmal releasen, sodass die Fans glücklich sind mit 2024 und das Ganze dann auf 2025 verschieben. Also dieser Move wäre auf jeden Fall auch nicht das erste Mal von Rockstar Games. Ja, so haben die dann ein Jahr mehr Zeit und den Fans wäre es auch irgendwo egal, weil wenn die 10 Jahre warten, dann sagen die auch, okay, wir warten ein Jahr, dann wird Rockstar Games was richtig Nices rausbringen und dieses Jahr wird sich noch mehr lohnen. Eigentlich gang und gäbe in der Gaming-Branche. Nach dem Motto, Qualität braucht Zeit. Auch wenn es 2025 bereits 12 Jahre nach dem Vorgänger wäre. Aber gut, der Druck ist natürlich hoch. Man muss GTA 5 toppen. Und das Game wurde über 170 Millionen Mal verkauft. Ja, außerdem weiß Tom Henderson auch, auf welche Konsolen das Game erscheinen wird. Und dieser ist sich durch seine Insider-Connection sicher, dass das Game nur auf die Next Generation erscheint. Also keine PlayStation 4 oder Xbox One. Laut ihm soll GTA 6 nur auf PS5, die neue Xbox und auf PC erscheinen. Alles andere wäre einfach technisch viel zu schwach für dieses Game. Also da können wir auch raushören, GTA 6 wird einfach krass werden. Und wahrscheinlich so krass auf der PS5 performen, wie damals Red Dead Redemption 2, was die PS4 an die Grenzen gebracht hat. Ja, Freunde, was sagt ihr zu diesem Leak? Seid ihr mit dem Release-Datum 2025 zufrieden? Und was sagt ihr dazu, dass GTA 6 nur auf die Next Generation erscheint? Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr Videos zu GTA 6 sehen wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um nichts mehr Neues zu verpassen. Ach ja, und nicht vergesst, ich werde demnächst hier auf YouTube live gehen und mit euch gemeinsam alle GTA-Teile durchzocken. Am Ende wird dann auch GTA 6 an dich verlost. Wie du mitmachst, einfach die Videobeschreibung abchecken. Abonnieren nicht vergessen, sonst hab ich nichts mehr zu essen. Liken, teilen, wär so geil, denn ich hab auch nichts mehr zu kleiden. Deine Meinung kommentieren und die Glocke aktivieren. Und jetzt keine Zeit verlieren, einfach rüber reagieren.